Hallo Leute, willkommen zu meinem ersten Tutorial. Hier zeige ich euch, wie man so aus so einem Bild ein Miniaturbild macht, also dass es so aussieht wie in einer Miniaturwelt. Hier habe ich schon ein paar Beispiele beim Strand oder hier. So, hier ein paar Bauarbeiter oder hier an so einem kleinen Platz. Okay, zuerst geht man hier unten auf das Icon. Sieht so aus wie so eine Kamera ungefähr. Das ist der Maskierungsmodus. Könnt auch einfach auf Q klicken. Danach geht man hier auf das Verlaufswerkzeug, auf den ersten Verlauf, auf den reflektierter Verlauf, Deckkraft 100%, Modus normal und hier bei Umkehren müsst ihr das Häkchen wegmachen, also dass es nicht mehr da ist. Okay, jetzt mit gedrückter Shift-Taste müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Und das Rote, das ist der Bereich, der nachher scharf sein soll. Und ich denke, nee. Also ihr müsst einfach ein bisschen rumprobieren. Das ist zu viel. Nein, das auch nicht. Fast. Ja, so denke ich, ist okay. Wenn man es gemacht hat, klickt man auf Q, dann wird eine Auswahl erstellt. Und jetzt geht man auf Filter, dann auf Weichzeichnungsfilter und auf Tiefenschärfe abmildern. Das ist ja schon fast der Effekt. Okay, hier kann man noch ein bisschen dran rumschrauben. Man sieht, hier wird es noch weniger, hier ist noch mehr. Und ich denke, so schon ganz gut. Dann klickt man auf OK. Ja, okay. Jetzt kann man die Auswahl wieder wegmachen, indem man auf STRG und D drückt. Und danach auf Bild, Korrekturen, Helligkeit und Kontrast. Kann man ein bisschen rumprobieren. Ich denke, Helligkeit ein bisschen runter, Kontrast ein bisschen hoch, dann wieder auf Bild, Korrekturen, Farbton und Sättigung und hier die Sättigung ein bisschen hochziehen, aber nicht so viel, sonst sieht das etwas komisch aus. So, jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen Spielzeug. Haftiger, sag ich jetzt mal, aus, also plastisch. Okay, jetzt gehen wir auf den Filter, Scharfzeichnungsfilter und auf unscharf maskieren. Dadurch sieht es alles noch ein bisschen plastischer aus, ein bisschen, ja, also da muss man ein bisschen rumspielen wieder. Es variiert von Bild zu Bild. Man sieht schon, man kann hier immer auf Vorschau klicken. Da sieht man schon den Unterschied. Okay. Ja, das war's eigentlich schon. Man kann hier erkennen, dass es schon wie ein Spielzeugbild aussieht. Also, als ob das, ja, Spielzeug wäre. Und ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und euch gefallen. Wie gesagt, das war mein erstes Tutorial. Gib mir bitte ein Feedback, wie es war, was ich verbessern könnte. Ja, okay. Dankeschön.